Hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Ich bin's wieder, euer Head Benjamin, und ihr seid hier bei einem weiteren Part meines Resident Evil 5 Let's Play SimCorp mit meinem Bruder. Ja! So, weiter geht's hier. Der Tricel-Aufzug. Oder doch kein Aufzug. Doch ein Aufzug. Entscheid dich mal! Jetzt kommt die gute Musik. So. You've made it this far. Too bad you won't make it much further. The new superior breed of humans, given birth by the progenitor virus. The Wesker children were entrusted with endless potential. Of them, only one survived. You. Are you saying I was manufactured? I was to become a god. Creating a new world with an advanced race of human beings. However, all was lost with Raccoon City. Despite that setback, your creation still holds great significance. Now my candle burns dimly. Ironic, isn't it? For one who has the right to be a god. To face his own mortality. The right to be a god. That right is now mine. The right to be a god. You. Arrogant even until the end. Only one truly capable of being a god deserves that right. The right. With Ouroboros, I have that right. Danke, Ouroboros. Ah, guck mal hier. Ja, ah. Oh, direkt der Erfolg hier. Ja, machen wir direkt weiter. So. Eben verwalten. Zu kaufen. Was haben wir denn hier? Achso, nee, wir verkaufen besser erstmal. Schätze haben wir. Ja, so ein paar. So, zack. Das Schmuck-Goldkettchen hier. Der Armreif. Ja, sonst, was haben wir noch? Sonst nichts. Oder brauchen wir Brauchst du nix? Nö. Das nehme ich mal mit. Ansonsten? Kannst du mir mal Munition geben, ey? Wovon? Von Pistole. Dann gibt er dir jetzt aber alles. Ja, was? Muss ich, glaube ich, gleich machen. Ja, also ich kaufe mal noch ein paar Heilkräuter. Kauf dir doch jetzt so eine Weste, wenn du willst. Du hast doch noch einen Platz. Eine Weste? Eine Weste. Von mir aus. Wenn du keine willst. Ich hab keinen Platz. Ja, komm. Ja, weiter? Ja. Oh, was noch ein Kraut mehr? Okay. Oder dann leg doch die vier Magnum weg und nimm noch ein... Nein, meine Magnum! Ein Spray mit. Meine Magnum! Ja, gleich krieg ich mir wieder auf ein Zahnfleisch. Aber egal, ich hab meine Magnum. Okay, jetzt sind wir wieder draußen. Das Hauptdeck. Du gute Aufzug. Alles klar. Oh Gott. Ich will gar nicht. Nur geh mal vorne, ich warte hier. Okay. Ab in den Schweinehof. What the hell happened here?
Marcella. What's going on? Why? When I've done so much. All for you. Chris, how nice of you to join us. Wesker. Don't worry. Your mission is at its end. Ouroboros is on the eve of its appearance. 6 billion cries of agony will birth a new balance. Sorry, Wesker, but not on my watch! Albert! You said we'd change this world together! Oh, why? I thought they were partners. Wesker doesn't give a damn about anybody but himself. Soon, even you will understand, Chris. One glimpse of my new world, and it will all make perfect sense. Show yourself! Unfortunately, it's too late for you. You will not live to see the dawn. Sorry, Excella, but it appears Ouroboros has rejected you. Though you have been an excellent asset, I have one last task for you. Albert! What the hell? Farewell, old friend. Persistent son of a bitch. So, so ein bisschen aufpassen, oder? Ja. I don't know. But we gotta get the hell out of here before it destroys this place. Gute Idee. Ja, ganz vorsichtig. Ja, geh mal vor. Jetzt tauchen die Dinger immer auf. Geh mal vor. Ah, Arschkrampf, ey. Ich hoffe, das trifft dich auch noch. Hast du noch einen Slot? Nee. Nein. Ach, ich hab die blöde Schrotflinte hier noch. Nur weil du auf Weg stehst. Wolltest du die haben? Nein. Dann schmeiß ich die weg, obwohl sie gut ist. Arschlecken. Das. Zurecht. Das fand ich jetzt unfair. So, jetzt gucken wir erstmal hier, ob hier noch irgendwas zu lesen ist. Oder dergleichen. Nee, ein Spind aber. Was ist das? Pistole? Achso. Okay. Komm mal her. Bin da. Danke. So, Pistolenmuni brauche ich. So. Zack. Was haben wir hier? Oh! Alter! Was machst du denn? Ich loot und du machst ja schon alles kaputt. Quicktimes, ey. Ja, das ist. Also, der Quicktime ist so. Musst du aber auch jetzt. Ist du tot für der Heli. Schade. Oh, der Heli ist agil wie der Rekitz. Wie der tote Regen. Wie die tote Kuh. Hast du was? Sie schon was gelootet? Ich versuche es. War aber immer leer. Sieh zu. Hier liegt was. So komische. Nein, nicht die Meme. Egal. Oh, Pistolenmuni. Ach, Schrotmuni. Echt? Du hast Schrot? Ey, ich will die scheiß Mine nicht. Obwohl die vielleicht wichtig wäre, aber nein. Na, Pistolmuni kann ich jetzt mitnehmen. Hast du noch was da?
Und der steht doch bestimmt auf. Schrot nehme ich mir mal mit. Also ich bin voll mit Schrot. Ja, du hast 3 Schuss jetzt mitgenommen. Ja, ich kann nicht mehr. Im Moment. Dann lassen wir die erstmal da liegen. Ja, ich bin eh immer voll. Geh mal vor. Ich hab keinen Bock auf den Oscar. Wenn wir sowieso wieder alles leer ballern, wie ich uns kenne. Okay, da ist die öde Büdels. Ich geh mal weiter, mal gucken. Ich geh mal hier rein. Ja, die stehen doch hier wieder auf gleich. Das kann ich. Oh, 3 Spinde. Hier ist nichts. Tor Nummer. Kraut. Tor Nummer 2. Oh, ein Kelch. Kraut. Ja, toll. Weiße. Da auf dem Tisch ist ein Kraut. Irgendwo. Da. Links. Ach so. Ja. Ich kann's aber nicht nehmen. Kannst du irgendwas nehmen? Alter, das fragst du jede Sekunde, aber ich sag immer nö. Ja, dann musst du es. Das ändert sich jetzt auch nicht mehr. Lassen. Aber die stehen doch jetzt hier bestimmt auf. Hast du eine Granate oder sowas? Ein Granatenweg. Mach mal da rein, einfach mit rein. Ja, stehen die auf oder nicht? Ja. Toll. Das hat's echt gebracht. Ja, Quabutz. Weg. Da reicht. Komm. Ups, ich muss weg. Oh Gott. Lol. Was? Aua. Aua. Wo hast du dich fressen lassen? Und der nachgeladen gehabt, die doofe Kuh. Mach mal irgendwas. Oh. Mach doch mal was. Mach ich doch schon hier die ganze Zeit. Alter, was ist das für ein Vieh? Das ist doch nicht normal. Schieß dir mal von hinten ab. Weißt du was? Jetzt? Nee. So, Freund. Komm. Ja, eine zu viel. Doofe Ding. So. Ah, das Ding hatte die Schlüsselkarte. Okay. Deswegen war es so nervig. Hoffentlich, die stehen jetzt nicht mehr auf. Nee. So. Das Kraut habe ich mitgenommen. Liegt da noch Munition? Was ist das schon? Der Marv wieder hier, weißt du? Da lag nichts. Doch, anfangs lag da was. Nein. Beweis. Was ist hier? Achso, der Öre-Büre. So, was haben wir hier? Ach du, das Lesen. und noch mal lesen. Ja, warte, Untersuchung. Die automatische Navigation ist aktiviert. Ich kann die Steuerung nicht übernehmen. Wo? Ah, hier. Bericht zum Projekt W, 28. August 98. Es wurde bestätigt, dass der Zwischenfall im Arclay-Labor in Raccoon City auf die Beteiligung des Projekt W, Testobjekts Nummer 13, im Folgenden als Albert bezeichnet, zurückzuführen ist. Aufgrund seines Todes können keine weiteren Informationen gesammelt werden. Alberts Tod wurde von der Informationsabteilung bestätigt. Mit dem Tod Alberts ist die Erfolgsquote von Projekt W auf 18% gefallen. Das Kontingent qualifizierter Individuen für das Projekt hat sich drastisch verkleinert. Dieses Problem stellt eine Bedrohung für den Fortschritt des Projekts dar und muss dringend gelöst werden. Da keine Liste mit qualifizierten Individuen als Ersatz für die Verluste existiert, ist es ratsam, mit der Auswahl von Individuen aus dem Bestand durchgefallener Kandidaten zu beginnen. Anschließend können Anpassungen vorgenommen werden, um bis zu 93% des Kontingents vor Alberts Tod wiederherzustellen. Umbrella Informationsabteilung Alex W. Oh, jetzt geht's mit dem Stotter wieder los. Also. Spencers Notizbuch, was macht das denn hier? Ich habe soeben erfahren, dass Raccoon City ausgelöscht wurde. Die Amerikaner haben doch noch eingegriffen. Ich hoffe, ihnen ist die Ironie nicht entgangen, dass sie mit der Militärmaschinerie, mit der sie vor ausländischen Angreifern schützen wollen, ihre eigenen Leute getötet haben. Die Bedrohung durch das T-Virus war zwar durchaus real, aber ich bezweifle, dass die Amerikaner ihrer Regierung den Tod von über 100.000 eigenen Bürgern verzeihen werden. Wenn die Wahrheit je ans Tageslicht kommt, wird der Rückhalt für die Regierung schlagartig ins Bodenlose sinken. Ich glaube nicht, dass sie das will.
Sie werden wie die Teufel hinter Umbrella her sein. Sie werden Umbrella für die Auslöschung von Raccoon City verantwortlich machen, um ihre eigenen dummen Fehler zu kaschieren. Vielleicht wird Umbrella das Schicksal der Stadt teilen, aber wahrscheinlich nicht in dem Ausmaß. Umbrella war nichts weiter als ein Werkzeug bei der Erforschung des Progenitor-Virus und die wird auch so weitergeführt werden. Umbrellas Niedergang wird nur den niederen Angestellten wehtun. Solange das Geheimnis um das Progenitor-Virus gut geschützt ist, kann ich jederzeit von neuem anfangen. Ich habe bereits Vorbereitungen getroffen. Die Forschungseinrichtung in Afrika bleibt geheim, denn schließlich wird dort endlich seit Ende der 80er Jahre das Progenitor-Virus produziert. Es ist unseren strengen Richtlinien zur Regulierung des Informationsflusses zu verdanken, dass nur eine Handvoll Leute im Unternehmen von der Existenz der Einrichtung in Afrika wissen. Von dem dort tätigen Personal wurde nur ein Minimum an andere Standorte versetzt und diese Leute wurden stets streng überwacht. Direktor Bailey war fast 30 Jahre lang an das Labor gebunden und selbst das geschah nur mit diesem Tag als Ziel vor den Augen. Jetzt muss nur noch diese Einrichtung geschlossen werden, dann verläuft alles nach Plan. Sobald das Labor verschwunden ist, werden auch alle Verbindungen zu Umbrella verschwunden sein. Dann muss ich mich nur noch um die Geheimnisträger der Stufe 10 kümmern. Denn das sind die einzigen Mitarbeiter, die von der Existenz des afrikanischen Labors wussten. Alle anderen Mitwisser richten keinen Schaden mehr an. Meine Geheimnisse sind sicher. Wenn man einen Schatz vergräbt, sollte man keine Karte zurücklassen. Ein Ausdruck im Notizbuch. Personal mit Zugang zu vielen Geheimnissen. Stufe 10. Oswald Spencer verstorben, Henning P. im Gefängnis, Masaki T. verstorben, Jenny K. Aufenthaltsort unbekannt, Carlos M. gefunden, Informationen erhalten, eliminiert. Okay, die sind alle verstorben. Okay, das war's eigentlich. Die Namen wollte ich jetzt nicht mehr vorlesen. Wurde hier jetzt alles eingesammelt? Jo. Okay, dann können wir mal weiter hier. So, mal auf. Ich hoffe, wir kriegen den Kampf dann noch hier rein. Einen erfolgreichen Kampf. Boah. Ja, das wird jetzt... Der erfolgreich ist, weiß ich nicht. Oh ja, warte mal, jetzt müssen wir erstmal gucken hier. Was haben wir hier? Ja, nimm. Eine Pistole. Verdammt, ich kann die automatische Navigation nicht ausschalten. Wo? Wo denn? Da. Hier? Hm? Sieht man das nicht auf der Karte, wo was zu lesen ist? Ja, ich glaube, dann ist da so ein Schriftstück, der irgendwie so ein Block oder was das ist. Ja. Der Schrot. In der Ecke. Betriebshandbuch für den Satellitenlaser Shango. Der Satellitenlaser Shango wird über ein Laserzielgerät LZG mit dem Aussehen eines Raketenwerfers bedient, das die Zielkoordinaten an den Satelliten sendet. Anschließend kann der Satellit einen stark gebündelten Laserstrahl Zentimeter genau auf das Ziel abschießen. Einsatz. Erstens. Richten Sie das LZG auf das Ziel, um die Koordinaten an den Satelliten zu übermitteln. Zweitens. Nach der Bestimmung des Ziels werden die Koordinaten übermittelt. Während der Übertragung wird der Zielring auf dem Radar rot angezeigt. Hinweis. Bemerkt die künstliche Intelligenz des Zielsensors, dass das Ziel vom Radar nicht mehr erfasst wird, so wird die Übermittlung der Koordinaten abgebrochen. Drittens, wenn die Mitteilung anvisiert auf dem Radar erscheint, wurde die Übermittlung abgeschlossen. Mit der Bestätigung des Abzugs wird nun der Laser aktiviert. Viertens, der Laser benötigt Zeit zum Nachladen, bevor er erneut abgefeuert werden kann. Da war noch Schrot in der Ecke. Wo denn? Ja. Schrot in der Ecke. Und da oben war noch ein krautenrotes. Ja, das muss ich mal gucken. Ja, ich hab... Ja, okay, da kann ich mir eins mixen. Wo liegt das? Da in der Ecke da. Okay. Warte, mache ich mir mal eben. Kombinieren. So, habe ich auf jeden Fall wieder ein bisschen... was steht hier? Die Steuerung scheint zu funktionieren, aber ich kann es nicht benutzen. Okay. Dann, ich denke mal, der Part wird jetzt noch diesen Bosskampf beinhalten. Ich hoffe auch komplett. Oder doch nicht? Oh, warte mal. Ach, jetzt habe ich die Brandgranate eingesammelt. Oder warte mal. Was denn? Nix. Ach, du Pimmel. Alter Pimmelkopf. Ja, aber du davor. Ich darf.
Obwohl, soll jetzt hier ein LZG sein? Hier oder? Nee. Ach, du hast das. Ja, dann bemarf jetzt. Ja, dann lenk du das Vieh ab, ne? Könnt ihr auch direkt noch auf den Deck gucken. Ja, ich geh mal hoch. Genau. Hier sind noch Kisten. Wow. 3 Stück. Ja, ich darf dann hier eine Quicktime-Kacke machen, oder? Ja, ich aber auch. Ich glaube, ein so ein Ding ist blau. Jetzt kannst du, glaube ich, nee. Alter. Ach, jetzt kommen die Ouroboros hier unten. Ja, hier oben bei mir. Weg. Weg. Aber die hinterlassen, ja, viel mit Munition, die ich jetzt überhaupt nicht aufsammeln kann, weil ich eine Brandgranate habe. Kann man die kaputt schießen? Ja. Gut. So. Hier liegen Brandgranaten rum. Ja. Also für den Granatenwerfer. Ja, ich muss hier mal ein bisschen aufräumen eben. Der Ouroboros. Warte, einmal. Oh, schon wieder eine Brandgranate. Der bewegt sich zu viel. Das kann liegen. Ich muss mal eben hier lang. Komm her, wo ist das Ding denn? Oh Gott, gleich kriege ich einen um den Deckel. Scheiße, ich kann das Kraut nicht ansammeln, oder? Nee, egal. Aber ich kann mir durch dieses kleine Mistvieh hier Munition verschaffen. Oh, der wackelt zu viel. Groß. Noch ein Kraut. Wieso kann ich es jetzt nicht? Mach so. Soll ich das kombinieren? Ich hab hier Schrot rumliegen. Au. Oh. Jetzt muss das, glaube ich, machen, oder? So. Jetzt muss der Handy hier ran, oder was? Ich muss irgendwie einen kleinen Viecher hier loswerden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sonst. Oh Gott, jetzt liegen hier haufenweise von diesen. Ja, bei mir auch hier rum. Oh Gott, das war dumm. Ja, du musst die Viecher nur ablenken. Kleine. Kannst du es eigentlich auch zu mir hier schießen? Ne, es geht nur auf das Vieh. Oh Gott. Die kleinen Viecher, das geht glaube ich nicht. Ja, hier liegt bei mir voll viel Schrot rum, ne? Echt, ja, hier liegt Gewehrmunition. Pistolenmunition, was habe ich denn hier wieder für eine Scheiße drin? Achso. Ich habe hier voll viel Schrot rumliegen. Ja, ich komme gleich mal ran. Was macht der jetzt? Die spawnt, glaube ich, gerade. Hä? Ich glaube, wir haben zu lange mit irgendwas gebraucht. Kann das sein? Weiß ich nicht. Weil wir haben uns eigentlich nur auf den Blödsinn da konzentriert. Ich muss den Laser ab und zu mal ablegen wegen den kleinen Viechern und der lädt dann in der Zeit immer auf. Ja, ich glaube, so. Das war jetzt eher so, weil wir gar nichts gemacht haben, so wirklich. Ich glaube, einer sollte immer auf das Ding schießen. Okay, das war jetzt doof. Dann komm mit mir da hoch und dann machst du die Viecher da immer weg. Damit die mich nicht stören. Ich bleib erstmal hier unten. Das kommt ja gleich in der nächsten Phase, oder? Ja, das war jetzt echt doof. Da wollten wir nur wieder Munition sammeln. Komm her. Wow, 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 wow. Was ist das? Das zählte noch. Alter! Du hast ja hier alles weggehauen. Das zählte noch, ey. Das war so knapp. Ja, toll, wir haben Kraut fallen gelassen. Ja. Gott. Ich bin sogar zu blöd, das hier vorne zu treffen. Komm. Wo ist der nächste Schmuck? Da. Ja. Oh Gott, irgendwas hat mich von hinten erwischt. Ich wechsle mal die Seite. Genau, jetzt müssen wir aber wirklich besser aufpassen hier. Ja, komm, das kennen wir auch. Jetzt kommt der Dicken. Du musst nachladen, oder? Ja, das Ding, das lädt auf immer ein bisschen. In der Zeit habe ich immer die Viecher bei mir weggemacht. Ja. Komm, schaffe noch einen. Warum kriegst du auch nochmal einen? Scheiß Viecher hier auf dem Boden. Ganz ehrlich.
Jetzt kommt das wieder. Jetzt sollten wir uns... Die Viecher mal weg bei mir hier oben. Ja, warte, ich komme gleich mal hoch. Ich wollte mich nur mal eben heilen. Mal kurz hier einsammeln. Boah. Hier unten liegen voll viele Kräuter. Ich komme mal hoch. Dann baller du auf das Ding, egal wie. Moment. So. Schrot. Genau. Da hier liegen ja schon wieder diese Dinger rum. Hier überall. Komm her. So. Wie gesagt, mach du das Vieh gleich. Das lädt immer noch. Ja, muss ich jetzt schon drauf schießen oder nur wenn die leuchtet? Ich hab keine Ahnung. Ich glaube jetzt, ne? Nein! Die Sau! Ach, jetzt lädt er erstmal nach, ey. Erzählt das noch? Keine Ahnung. Ich hab mich genau dann getroffen, wo ich gedrückt habe. Ach Gott. Scheißviecher hier. Treff noch nicht mal. Baller die ab. Komm her, wo ist das Ding? Guck dich. Ja, ich war gerade am Nachladen drücken. Oh, ich hab doch gedrückt, ey. Komm schon. Ich muss mich mal wieder heilen hier. Ich habe aber nicht mehr so viel. Ich krieg das Vieh nicht ins Visier. Das ist nicht gut. Du schwabbelst so sehr rum. Komm. Ist jetzt kaputt gemacht, oder? Ist hier unten noch irgendwas? Nö. Also hier oben ist gerade nichts. Ja, wir müssen uns jetzt mal ein bisschen sputen, weil das ist echt schlecht, was wir hier machen, ey. Was liegt denn hier hinten? Brandgranaten? Ja, für die Ding da, ja. Pass auf. Ach. Ja, das kann ich scheiße. Ich glaube nur noch der jetzt. Ja, dann mach mal. Der schwabbelt so sehr mal rum. Mach mal auf. Macht er das Doppel. Oh, ich bin leer damit. Ich krieg das damit nicht. Bin ich auch fast leer. Oh. Ich krieg den nicht im... Alter. Los jetzt. Ich hab keine Energie mehr hier. Oder beziehungsweise auch Munition nicht mehr so viel. Was macht er jetzt? Ah, hier... Jetzt. Ja. Jetzt wird's getroffen oder was? Nee. Ist es weg? Jetzt wieder der Dick. Ein großes Ding da, ja. Du bist vollgeschleimt. Ja, ich weiß. Komm, du Pimmeldingen, ey. Immer auf die Kuppe. Ist es weg? Putz! Ja, okay, da haben wir es geschafft. Keine Ahnung, ich habe jetzt auf jeden Fall fast alles von meinen Dingern leer geballert. Aber am Anfang des nächsten Kapitels können wir ja wieder ein bisschen verwalten und kaufen. Und wir haben eine weitere Akte von Excella Gione freigeschaltet. Okay, der Boss wird jetzt besiegt. Wir kommen so ganz langsam dem Ende entgegen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Part von Resident Evil 5 wieder dabei sein würdet. Bis dann, meine Freunde. Tschüssi. Tschüss.